Hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Let's Play OMSI 2. Wir stehen heute auf der Karte Pikari irgendwas, das ist eine polnische und die ist ganz schick, hat eine Linie, das ist die 97, die werden wir heute mal fahren, die ist auch gar nicht besonders lange und ich würde sagen, wir steigen direkt mal ein. Wir sind ausnahmsweise doch nochmal mit dem Neoplan N4016 unterwegs. Hatten wir zwar letzte Folge schon, aber ich finde, der Bus passt hier unglaublich gut drauf. Und ich fange mal an hier. 97, Route ist die... Nicht die 1, Route ist die 2. So, und das laggt direkt mal wieder überhaupt gar nicht. Okay, Fehler gefunden, ja, ich bin gleich wieder da. So, ich bin wieder zurück, ja, da war irgendein Bus eingetragen, von dem ich noch nie gehört habe, beziehungsweise den es irgendwie gar nicht so wirklich gab, habe ich das Gefühl gehabt. Das war irgendeine spezielle Variante vom Citaro Car. Boah, und ich finde diesen Bus immer noch Hammer. Habe ich, glaube ich, letzte Folge schon erwähnt, aber der Sound ist einfach, boah. Genial. So, kommen Sie rein. Tag auch, Tag Hallo. Auch. Ach, eine guck mal, da kann jemand Hallo sagen. Eine Kurzstrecke, 1,70 macht das. Dann haben wir... So. Ach, das war's schon. Minus 01 noch. Da warten wir noch gerade mal ganz kurz ein paar Sekunden. So, 00, Abfahrt. Also ich finde die Karte ist wirklich schön gestaltet. Und es wirkt auch irgendwie ganz realistisch. Ich finde es ja auch schön, dass hier solche Backdrops verwendet wurden, die wenigstens halbwegs vernünftig aussehen. Und nicht einfach irgendein Wald oder irgendwelche Büsche. Weil so sieht das doch schon eine ganze Ecke schöner aus. Ich finde auch generell irgendwie, also es kommt mir so vor, als wären diese ganzen osteuropäischen Karten sehr häufig, sehr oft, als wären die sehr oft sehr viel liebevoller und detailreicher gestaltet als zum Beispiel deutsche Karten. Und auch so vom Flair her und von den Texturen her wirken die oft um einiges realistischer, finde ich. Ich finde das ganz cool. Ich denke, ich werde mal öfter so ein bisschen nach solchen Karten gucken. Es gibt ja auch ein polnisches OMSI-Forum in Anführungszeichen. Da werde ich mich mal demnächst umsehen, weil ich finde das echt cool. Also was man hier sieht, ist schick. So, ich frage mich auch, wann ich schneller als 30 fahren darf. Ach, ich glaube, ich darf schneller. Dann geben wir mal Gas. So, ich habe so das Gefühl, jetzt steht das Mikrofon richtig. Ich saß so ein bisschen schräg davor gerade. So, möchte auch schon wieder jemand raus. Warum möchte jemand raus? Also ich würde aus dem Bus ja nicht wieder freiwillig aussteigen. Ja, genau. Gesundheit wollte ich auch schon immer mal gesagt haben. Schick. Ich guck mal, ob ich da vielleicht das Thumbnail einfach aus dem Video rausnehmen kann. Wäre ganz praktisch. Weil, jetzt mit dem neuen Mikrofon, muss ich gucken, wie das klappt, weil, ja. Ich muss da immer so blöd über den Arm drüber greifen noch mit der zweiten Hand und das ist irgendwie ein bisschen doof.
weil dann ja schubse ich hier noch irgendwas rum und oder fahre irgendwo dagegen oder was auch immer. Ist ein bisschen unpraktisch, habe ich mal gehört. Aber ist, denke ich, Gewöhnungssache. Ich habe das Mikrofon ja gar noch nicht so lange. Aber ich denke, das geht schon. So, Wagowo. Hoppala, Bordstein. Huch, was geht denn das ABS so früh an? Ja, ich finde, man hätte die Haltebucht ruhig noch ein bisschen kürzer machen können. Aber ich glaube, ja gut, wobei es passt ja eigentlich. Hier fahren ja eigentlich Zitaruka. Hallo. Hallo. Hallöchen. Aber ist auch mal ganz schick. Das gibt es ja auch durchaus in der Realität, dass die Haltebuchten so kurz sind, dass du den Bus da gerade so irgendwie reinbekommst. Ey, hallo. Penner. Oder so vielleicht? Ich glaube, so ist besser. Guck ich mal. Irgendwie werde ich schon ein Bild finden. Wenn nicht, starte ich das Spiel halt im Nachhinein nochmal. Ist ja auch kein Problem. Hauptsache, ich hab was. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, hier sind 30, oder? Steht das hier? Na komm, egal. Ich fahre einfach meine 30. Wir sind ja gut in der Zeit. So. Ach, guck mal. Da wollen auch wieder Leute mit. Wobei es mit dem Citaro K hier schon ein bisschen kuschelig wird, kann es sein? Ah, nee, okay. Hallo. Doch nicht. Guten Tag. Hallo. Guten Morgen. Ich hatte jetzt irgendwie in Erinnerung, dass ich mehr Leute im Bus habe. Gut, es steigen halt auch immer wieder einige aus. Muss man auch bedenken. So, ich muss wirklich sagen, die Karte gefällt mir extrem gut. Ich habe ja auch schon so ein bisschen was auf Bildern gesehen. Das ist schon schick. Ach, ich könnte mal die Pfeile anmachen, damit ich weiß, wo ich hinfahren soll. Ui, das wird jetzt interessant. Ah ne, wobei. Das Sichtfeld in den Spiegeln ist eigentlich groß genug. Das Problem ist, wenn die da rumfahren, da komme ich nicht rum. Das kannst du knicken. So, jetzt aber schnell. Alles klar. Passt doch. Ach, guck mal, da vorne ist eine Baustelle. Das ist ja schick. Habe ich auch irgendwie schon länger nicht mehr gesehen, so in Omsi. Vielleicht fahre ich dafür auch einfach die falschen Karten, das kann auch sein. Oder habe irgendwie die Augen zu, ohne dass ich es merke, aber wobei die wirklich cool ist. So richtig schön mit einer richtigen Baustellenampel, Beschilderung, mit so einem Dings da. Oh, und einem Typen mit Presslufthammer. Wie cool ist das denn? Ja, ich glaube, ich habe nicht zu Unrecht von diesen osteuropäischen Karten geschwärmt. Das sieht wirklich cool aus. Muss man ja wohl sagen. So, ich weiß doch gar nicht, wie weit haben wir es denn? Wagowo, jezioro. Nee. Pierci. Ach stimmt, wir sind ja jetzt jeden Moment schon da. Ja, ich denke mal, wenn dem so ist, dann fahren wir noch zurück. Weil so eine 10-Minuten-Folge wäre ein bisschen kurz. Dann kriegt er heute ein bisschen Überlänge. Ist ja auch nicht schlimm. So, ich kann das heute echt mit dem Fahren. Habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt. Das mit dem Einschätzen ist bei dem Bus echt schwer. So. Oh.
Ja, so einen Arbeitstag müsstest du mal haben, weißt du, 1,5 Stunden Pause. Ja, ich würde sagen, die warten wir jetzt natürlich auf keinen Fall hier ab. Wann geht's los? Um 10. Nee. Dann machen wir mal so vielleicht. Und einmal umschildern. Tag. Guten Tag. Hallo. Hallo. Oh, sie ist weggeplüppt. Naja, machst du Hallo. nix. Hallöchen. Guten Morgen. Guten Morgen. So, 02, Motor starten. Gang rein, Bremse raus. Türen schon mal zu. Oh, das steht da irgendwie ein bisschen unpraktisch. Machen wir das Ganze so. Das Coole ist, wir kommen jetzt nochmal an dem Typen mit dem Presslufthammer vorbei. Das fand ich ja wirklich cool gerade. So, jetzt muss ich gucken. Moment, wo raus? Da raus. Oh. Das war zu spät. Mist. Er kriegt's ja doch noch hin. So. Was? Ja, komm. Ja? Ja, genau, Michael Schumacher. Du hast erfasst. Ich geb's ja zu. So, wird hier denn auch nochmal grün? Nee, so wie es aussieht, nicht. Aber auch der Backdrop, also ich meine, klar, man sieht schon sehr deutlich, es ist ein Backdrop, aber ich finde es immer noch schöner als diesen einfachen Wald-Backdrop da. So, wieder ab auf die Landstraße. Ach, aber da am anderen Ende haben wir nur 4 Minuten Pause. Naja, Mensch. Aber irgendwie verhält er sich beim Bremsen ein bisschen komisch. Cool, hier sind ja sogar neue Autos. Die sehen sogar gar nicht mal schlecht aus. Geht eigentlich so vom Modell her. Ja doch, gefällt mir, kann man anbieten. Also die Karte macht schon einiges her. So, ich guck mal, dass ich den... Komm, fahr. Ich guck mal, dass ich den Typ im Presslu... Den Typ im Presslufthammer, genau. Krieg ich den irgendwie auf dem Bild drauf? Das wäre schon cool. Ja, so ist doch schick. Kann man bestimmt ein schönes Bild fürs Thumbnail draus machen. Ach ja, so viele schöne Bilder. Mensch, ist ja Hammer. So, jetzt aber mal Feuer hier, weil wir sind zu spät. Dalki Lechner. Was? Wo kommt denn die Haltestelle her? Habe ich vorhin irgendwie gepennt oder so? Oder gibt es die eigentlich einfach wirklich nur in diese eine Richtung? So, das Problem ist, der Bus hat ein bisschen eine minimal zu große Hitbox, deshalb bin ich da mal was vorsichtiger dran vorbei. So. Passt aber alles. Ich habe ja also irgendwie so das Gefühl. Nee, Fahrplan hat weitergeschaltet. Ist einfach sehr straff. Okay. So geht's auch. Aber man will hier einfach gar nicht rasen. Huch. Hä? Wakovo?
Dragovo Jezioro. Hä, wo war denn Dalki Leshna oder wie das Ding heißt? Also ich habe nichts gesehen. Heißt, entweder bin ich blind oder da stimmt was nicht. Ich finde das schön. So eine schön lange Haltebucht, dass man schon mal in der Bucht beschleunigen kann. Ist ganz praktisch, wenn man irgendwie schnell auf die Straße kommen möchte. Huch, vielleicht ein bisschen zügig. So minimal drosseln könnte man schon. Es steht immer noch auf Dalki Leshna. Hätte ich irgendwo einen Kringel fahren müssen? Jetzt muss ich doch nochmal nachschauen. So, hier sind wir ja hingefahren. So, da ist Kartenende. Ach, okay. Das wäre ja cool gewesen. Ach Dreck, habe ich komplett übersehen. Sogar mit Bahnschiene. Aber wie cool ist das denn? Ja gut, da haben wir jetzt leider ein bisschen... Was ist denn jetzt hier? Ja. Haben wir jetzt leider ein bisschen was verpasst und sind vorbeigefahren. Das ist ein bisschen schade. Aber da kann man jetzt nicht wirklich was dran ändern. Aber jetzt sind wir wieder schon wieder fast da. Naja, machst du nix. Wir haben uns den Abschnitt ja kurz angeschaut. So ist es ja nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob auf diesen Schienen nicht sogar vielleicht noch eine Bahn fahren würde. Das wäre ganz interessant. Ich meine, ich hätte da was im Trailer gesehen von der Karte. Naja. Mein Gott, jetzt haben wir es halt leider verpennt. Aber ich habe den Pfeil wirklich komplett übersehen. Das ist sowas, das wäre mit Omni-Navigation nicht passiert. Aber Omni-Navigation wollte heute irgendwie nicht. Gebt ihr Gas oder muss ich vorbei? Ich muss vorbei. So. 10.11 Uhr ist Ankunft. Achso, ich bin wahrscheinlich zu früh, ne? Ja, natürlich bin ich zu früh. Hab ja auch mal eben die ersten 3 Minuten ausgelassen. Naja. Haben wir halt heute ein bisschen Fail mit dabei. Ist doch auch ganz... Moment. Du da? Woran... Habe ich jetzt ge... Hä? Bin ich jetzt gegen so einen Baum geheizt, weil ich nicht aufgepasst habe? Oder war da einfach eine unsichtbare Kollision oder irgendeine große Kollision? Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Naja. Machst du nichts. Hier sind aber gut Bodenwellen drin. Aber die Shepper-Sounds gefallen mir. Sind mir auch noch nie so wirklich aufgefallen. So, und dann sind wir auch jeden Moment schon wieder da. Die Ecke kennen wir ja schon. Da vorne kommt jetzt irgendwann gleich die Wendeschleife. Was? Nee, Unfall. Ich habe keinen gesehen. Erzähl doch sowas nicht. So. Da sind wir. Ja, dass ihr raus wollt, ist mir klar. Ihr müsst sogar, weil hier ist Endstation. So.
Und dann war es das für die Folge, auch wenn wir einen wunderschönen Teil der Karte ausgelassen haben. Ist irgendwie ein bisschen doof, aber naja, da machst du jetzt halt nichts. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, dass es euch gefallen hat und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und ja. Suche den Faden. Irgendwas wollte ich noch sagen. Naja, egal. Irgendwann fällt es mir bestimmt wieder ein. Bis dahin, macht's gut und tschüss.